Experiment geglückt. Mit Applaus und Begeisterung hat das Publikum den Film Experiment 150 Co-Creating for a Sustainable Future aufgenommen. Dokumentarfilmer Thomas Grube beobachtete die BASF vor und in ihrem Jubiläumsjahr, konzentrierte sich auf die Aktivitäten des Creator Space. Die Premiere nun im würdigen Ambiente des Festivals des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel. Finale einer intensiven Arbeit. Was mich wirklich am Ende überzeugt hat, auch mit Haut und Haaren dann in diese Reise zu gehen, ist letztendlich gewesen dieses Versprechen, dass ich wirklich frei und eigenverantwortlich meinen Film machen kann, dass ich wirklich meinen Film machen kann und nicht den Film, den die BASF vielleicht gerne sehen will. Und das hat mich sehr gereizt. Also das hat man mir zugesagt. Da weiß man ja auch immer nicht am Ende, ob es dann auch so sein wird. Es war aber so bis zuletzt über 3 Jahre ein extrem von Vertrauen und Respekt getragenes Arbeiten zusammen. 180 Stunden Material sammelten Thomas Grube und sein Team. Tiefe Einblicke eines Externen in die Welt der Anilin. Auch das ein Experiment, das zunächst nicht auf ungeteilte Begeisterung stieß. Einfach weil es ein Risiko war, jemanden Fremden sozusagen so tief mitarbeiten zu lassen, ihn überall hin mitzunehmen, ihn durch diesen ganzen Prozess mitgehen zu lassen. Und man weiß natürlich nicht, wie kommt das an, weil wir als BASF-Mitarbeiter sehen Dinge natürlich anders als jemand, der von draußen reinschaut. Aber gerade das hat uns ja so gereizt. Und das Experiment gelang. Das Ergebnis? Ein zwar 2 Stunden langer, aber dennoch dichter und kompakter Film über den Kern des Jubiläumsjahres, den Creator Space. Die Stationen im Film: Mumbai, Shanghai, New York, Sao Paulo, Barcelona, Ludwigshafen. Die Kernthemen: städtisches Leben, Energie, Ernährung. Also die großen globalen Herausforderungen der Zukunft. BASF-Mitarbeiter und Experten aus aller Welt in gemeinsamer Diskussion. Nicht immer einer Meinung, aber konstruktiv, lösungsorientiert. Das steckt in Co-Creation, dem Ziel des Jubiläumsjahres. Der Creator Space, kein Theorieforum, keine Analyse nur auf Basis von Zahlen und Marktdaten. Co-Creation, das bedeutet auch persönliches Erleben, raus aus der eigenen Komfortzone, sich einlassen. Wie? Das zeigt die Dokumentation. Beispiel Mumbai, Spezialthema: die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. BASF-Mitarbeiter und Experten gehen hin zu den Menschen, in die Häuser, in die Slums. Stinkende Abwasserrinnen, Kloaken, Frischwasser nur stundenweise am Tag. Eine intensive persönliche Erfahrung, die in einer veränderten Sicht auf die Dinge mündet. Bei den Projektteilnehmern rückt gesellschaftliche Verantwortung noch stärker als vorher in den Fokus. Und das Wissen, die Zeit drängt. Es entstehen Geschäftsmodelle, die Unternehmensnutzen und sozialen Nutzen berücksichtigen. Der Film zeigt das Ringen um Werte und Prioritäten. Nicht nur in der Frage der Wasserversorgung, auch in der Verantwortung für die Ernährung von bald 9 Milliarden Menschen auf der Erde. Eine Kernaussage des Films? Der Weg der ausschließlichen Gewinnmaximierung führt in die Sackgasse. Dass das GDP zum Beispiel in den USA sich stetig auf einer Steigerungskurve befindet, aber die Partizipation von Einkommen flach bleibt. Das heißt, wir haben ein sich öffnendes Gap zwischen beiden Kurven. Und das bedeutet, dass wir soziale Ungleichheit und Spannung dadurch fördern. Und für mich ist wirklich die Frage, wie schaffen wir ein Wirtschaftsmodell, wo Menschen auch partizipieren. Und deswegen halte ich das für absolut wichtig, alle 3 Dimensionen, den Einfluss auf Umwelt, genauso wie auf Finanzen, wie auch auf die sozialen Aspekte, mit in die Unternehmenssteuerung hineinzunehmen. Sowohl politisch als auch von den Aktienmärkten, als auch von den Finanzinstrumenten, die wir haben. Tun wir das nicht, kann es passieren, dass durch die Digitalisierung irgendwann bei Profitsteuerung alleine Industrie 4.0 in eine Richtung geht, wo der Mensch nicht mehr partizipiert. Der Film dreht an einem großen Rad. Er favorisiert eine global veränderte Wirtschaftsordnung, sozialer, umweltbewusster. Ein Appell auch an die BASF. Ich glaube nicht, dass wir die BASF neu erfinden müssen. Wir sind immer ein verantwortliches Unternehmen gewesen. Für uns war es immer wichtig, ökologisch verantwortlich zu sein, sozial die richtigen Dinge zu machen, aber natürlich auch Geld zu verdienen. Und der Film zeigt, glaube ich, dieses Spannungsfeld sehr, sehr schön auf. Die Gewichte verschieben sich manchmal, aber ohne Geld verdienen ist alles andere auch nicht möglich. Deshalb ist es eben wichtig, diese Balance zu finden. Und auch dieses Spannungsfeld wird in dem Film ja aufgezeigt.
Der Film macht nachdenklich, bietet Diskussionsstoff, spült Fakten und Zusammenhänge an die Oberfläche. Mir hat vor allem sehr gut gefallen, dass er ehrlich ist, dass wir auch also einmal die Ansatzpunkte sehen, was wir in der Welt für Herausforderungen haben, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam lösen müssen. Also wir nicht alleine als BASF, gemeinsam mit Kunden, gemeinsam mit den Menschen draußen. Dass eine große Firma wie die BASF nicht nur redet, sondern man packt es konkret an, man tut etwas und es gibt ja viele Projekte, die bereits umgesetzt wurden und auch noch umgesetzt werden. Ich finde, es waren ja durchaus auch Aspekte, die gezeigt haben, dass es sehr positiv gelaufen ist, aber auch Aspekte, die kritisch waren, wo eben ein bisschen gezeigt wurde, es gab auch tatsächlich Hürden, es gab wirklich, zusammenzuarbeiten ist nicht immer einfach und das hat der Film auch dargestellt, das fand ich gut. Man hat auch deutlich gesehen, wie da die Differenzen sind zwischen dem, was man erreichen will und dann am Abschluss, zum Schluss hin, diese Kontroverse dann, dass es man doch irgendwie Geld mitverdienen will. Das fand ich sehr interessant, weil das ist das, wie es in der BASF sozusagen gelebt wird. Zur Premiere hatte die BASF Gäste eingeladen und 400 Tickets an Mitarbeiter und Partner verlost. Danach war der Film noch zweimal auf dem Festival des deutschen Films zu sehen, bevor er sich auf Welttournee nach China, Indien, Nordamerika und Südamerika macht. BASF. We create chemistry.